Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht hier, wie ich Anno 2070 verlasse. Nein, das mache ich nicht. Unglücklicherweise. Das ist wie bei SimCity. Diejenigen, die es gesehen haben, haben es vielleicht gesehen. Unglücklicherweise habe ich meine Aufnahmetaste F9 und das ist manchmal mit irgendwelchen komischen Hotkeys versehen. Und hier ist es leider eben beenden, was total sinnlos ist. Und unglücklicherweise bei solchen Spielen kann man nicht mehr die Hotkeys verändern. Bei SimCity habe ich jetzt einen Hotkey gefunden, nämlich F1, der nicht verwendet wird. Aber F1 wird hier auch verwendet. Das ist nicht ganz so tragisch, aber die Postkarten an sich, die sind natürlich schön für irgendwelche Screenshots. Ich weiß gar nicht, man kann auch Screenshots direkt im Spiel machen. Aber naja. So, F2 ist F2 geht auch nicht. Das ist Zoom nämlich mit F3 und F4. Was total sinnlos ist, man hat eine Maus, heutzutage hat man eine Maus mit Mausrad. Also auch sinnlos, das zu benutzen. Naja, das heißt, ich muss noch irgendeins eine Taste finden, die ich gut erreichen kann und die nicht irgendwie anderweitig in diesem Spiel belegt ist, um dann hier problemlos Aufnahme zu stoppen und zu stoppen. So. Nichtsdestotrotz, wir haben in der letzten Folge hier Tycoon-Angestellte herbeigeholt. Ja. Hier gibt es immer noch 5 Aufstiegsrechte, aber wir haben keine mehr zum Aufsteigen. Doch, hier hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Die können wir noch machen. Also die machen ja automatisch dann. Und wir haben hier Werkzeuge jetzt. Können jetzt Werkzeuge bauen. Achtung, Produktionsstillstand. Was, wo? Die Werkzeugfabrik. Red nicht rum. Achso, außerdem eine weitere Neuerung. Ich habe mir das mal angeguckt und zwar, ich finde das Rechtsklick-Baumenü doch viel, viel geiler, als immer hier drauf zu klicken. Wenn man jetzt rechtsklickt, hat man hier so ein Baumenü. Da ist hier das Abreißen, hier ist das Baumenü, hier hat man eine Pipette, kann ich jetzt hier drauf drücken und habe sofort das entsprechende Haus. Ja? Oder ich kann hier auf das Casino gehen und kann ein weiteres Casino bauen. Was ziemlich cool ist. Und vor allen Dingen habe ich hier so Hotkeys, die ich benutzen kann. Ja, das sind jetzt aktuell hier Arbeiterwohnungen, Warndepot und Straßen sind drauf. Ich kann aber jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt hier, was ich, keine Ahnung, hier den Fischer noch hinziehen. Kann ich hier auch unten hinlegen und kann dann sozusagen, kann jetzt hier immer an diesen, hier quasi das viel schneller erreichen. Will ich aber gar nicht. So. Das nur so viel. Okay, wir sollen ja 15 Tonnen Werkzeuge liefern, dem Patterson, um sozusagen da den Staudamm zu stabilisieren oder was weiß ich. Da müssen wir mal gucken. Hier haben wir jetzt alle aufgerüstet. Die müssen noch ein bisschen, die Tycoon-Angestellten müssen noch ein bisschen größer werden, damit ich die Steuerschraube wieder hochdrücken kann. Und so lange warte ich noch ein bisschen. Außerdem brauche ich sozusagen noch Werkzeuge. Das heißt, eigentlich kann ich ja mal ein bisschen durch die Kante fahren. Ja, sieht ja sozusagen, ist ja noch jede Menge nicht aufgedeckt, obwohl das eine sehr kleine Karte ist. Und mal gucken. Ah, noch zwei Angestellte. Komm. So, was haben wir hier entdeckt? So eine kleine Mini-Insel. So, noch einer. Wie sieht es hier eigentlich aus mit Items? Fisch. Da brauchen wir nochmal einen neuen Fisch-Ding. So, jetzt kann man nämlich hier viel schneller bauen. Okay, weiter. Wie sieht es weiter aus hier? Schnaps ist auch zu wenig eigentlich. Da müssen wir nicht aufpassen, nicht, dass die hier... der Tränke geht nämlich runter. Und das ist natürlich besonders für die ganz wichtig, ganz tragisch, weil die dann sofort unglücklich werden. So, das bedeutet, ich werde hier nochmal eine weitere Schnaps... Produktion aufbauen.
So. Okay. So, der hat nichts gefunden. Hier so schön ein bisschen Wal. Nett. So. Sauerboden, die negative Ökobilanz dieser Insel senkt die Produktivität auf 98%. Wir sehen, ist auch schon gelb hier die Ökobilanz. Na, die müssten wir also quasi irgendwie in den roten, in den grünen Bereich wieder bringen. Und dann klappt das. So. Da gibt es dann natürlich irgendwelche. Ich glaube, da gibt es dann irgendwelche super, super Sachen, die das, mit denen man das machen kann. Allen voran gibt es ja, dass wir sind ja aktuell gerade bei den Tycoons. Ich will nichts verschreien, aber im Moment läuft es ganz gut. Es gibt da noch die, ich glaube, Ökos heißen die. Also das würde zumindest Sinn machen, dass die so heißen. Die sozusagen unter negativer Umweltbilanz total leiden, aber die andere Sachen haben, um die Umweltbilanz hoch zu treiben. Zum Beispiel die Strom eben nicht aus Kohlekraftwerken, sondern aus Wind oder Sonne oder so hervorkriegen. Naja. So, wir haben jetzt hier 12 Werkzeuge. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Sie sind voll. Da kann ich das jetzt immerhin auf Geld machen, um richtig viel Kohle zu scheffeln. So, was hier? 100%? 100%? Die Fische, die gehen wieder wahrscheinlich ein bisschen hoch. Müssen wir mal gucken. Und der Schnaps auch. Da machen wir einfach nochmal einen. Wir haben ja... Die Bilanz sieht eigentlich ganz gut aus. So. Und jetzt ist es natürlich so... Ich könnte das allerdings auch aufsteigen lassen. Und zumindest in den vorhergehenden Teilen war es dann so. Ah ja, hier sieht man, er hat ja sofort einen neuen Korn hier. So. Schlecht zu erkennen, ist das jetzt, der holt irgendwas ab. Keine Energie. Hier bleiben keine Wünsche offen. Okay. Na gut. So, hier haben wir auch nichts wirklich gefunden. Gehen wir mal auf die Seite hier rüben, gucken wir uns die Ecke nochmal hier an. Aber wahrscheinlich gibt es hier einfach keine weiteren Inseln. Das wäre auch zu, naja, wie auch immer. So, und wenn er dann, wenn das Schiff dann wieder da ist, dann haben wir auch fast, oder dann haben wir sicher unsere 15 Werkzeuge auch fertig und können die dann sozusagen wegbringen. So, dich rüsten wir auch nochmal auf. Einfach nur, damit wir einen neuen Korn kriegen. Hm. Weil, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber zumindest bei den bisherigen Anteilen war es immer so, dass man einen neuen Korn gekriegt hat, wenn man, wenn man das ausgebaut hat. So, hier einen kleinen Platz gemacht. Es wird sich doch nicht zum Schlechten wenden, oder? Hier, wie es der Reis begossen wird. Naja, auch das ist Unterhaltskosten, Strom und der ökologische Effekt. Ja, Strom haben wir natürlich aktuell noch ein bisschen viel. 32, nee, 36 haben wir noch übrig. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich mal kurzfristig sozusagen zu wenig Strom habe. Langfristig wird das natürlich nicht so toll sein, aber kurzfristig sollte eigentlich hoffentlich nichts passieren. Wahrscheinlich wird die Produktivität aller Betriebe dann einfach nur entsprechend gesenkt. So, hier, du kannst nicht mal weiter aufrüsten, da kannst du auch viel Steuern bezahlen. So, du hast jetzt, ihr habt jetzt wieder alle genug. Vor allem Getränke, wie sieht's aus? Ja, Getränke gehen hoch. Fisch geht noch nie so gut hoch. Aber insgesamt wohl doch. Können wir das so erstmal lassen. Man muss dann natürlich immer ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt hier anfange, jetzt hier noch weitere Häuser reinzubauen und wenn meine Stadt größer wird und gedeiht, brauchen die natürlich auch deutlich mehr Ressourcen.
stimmt ja eigentlich. Du bist einfach nur noch da. Naja. Okay. Können wir zurückfahren. Hier die Fischerschiffe. Ich meine, was für ein schweres Wort. So, da wird ausgeladen. Tja. Können wir dann in die Postkartenansicht gehen? Nee, ist nicht schön hier. Ach, ist das nicht eine Ansicht hier. Fein. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mit Thumbnails mache. Also, ihr wisst ja, ich mache immer so eigene Thumbnails. Das ist ja einer der großen Vorteile von YouTube, wenn man Partner ist bei YouTube, dass man da nie einfach irgendwelche Thumbnails, also irgendwie Thumbnails vorgeschlagen bekommt von dem Video, sondern quasi selber die hochladen kann. Und da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich das mache. Also insbesondere merkt ihr jetzt, dass ich sozusagen die letzten drei Folgen, also mit der hier, am Stück aufgenommen habe. Ja. So, wir sollen Werkzeuge bringen. Und zwar 15 Stück. Jetzt ist es so, wir haben hier... Was ist das? Ach, hier kann man wahrscheinlich die Schiffe durchklicken, die hier verankert liegen. So, wir haben hier 1, 10 und unendlich. Das sind die Tonnen, die ich sozusagen, also das sozusagen die Schritte. Wenn ich jetzt hier die 10 eingestellt habe und ich klicke einmal drauf, landen genau 10 Stück drin. Vorausgesetzt, natürlich, hier sind noch 10 da. Und da ich 15 liefern muss, will ich ja natürlich nicht 20 oder 30 gehen, kann ich jetzt hier mit der 1 das genau dosieren. Alternativ könnte ich natürlich auch sozusagen hier 10, also 20 rüber machen und 5 wieder zurückholen. Würde auch gehen. So, jetzt haben wir 15 Tonnen Werkzeug an Bord und wir sollen hier hin zu dem Staudamm, zu dem Schauplatz des Unglücks. Da können Sie ja froh sein, dass das bloß ein Staudamm war und kein Atomkraftwerk, ja? Okay. Schleichen Sie sich doch nicht immer so an! So, hier können wir natürlich, könnten auch kaufen, wenn ich jetzt mal Werkzeug. Irgendwie zum Beispiel eine... Können Sie etwa meine Gedanken lesen? Ja, jo. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Nahrungsmittelknappheit hätte oder so, könnte ich jetzt hier sozusagen schnell mal Fische kaufen oder was auch anders, wie auch immer. Will ich jetzt aber nicht. Auf ganzer Linie. Bei Ihnen fast schon der Normzustand. Ja, das ist richtig. Ich bin Sie leisten wirklich großartige Arbeit für die Firma. Gut gemacht. Okay. Wo sich Strindberg hinter Ausreden und Anschuldigungen versteckt, reagieren Sie schnell und bewahren einen kühlen Kopf. Global Trust wird das nicht vergessen. Wie der Monitor da noch im Wasser war und funktionierte. Das ist allein Petersons Schuld. Er hat die Turbine falsch eingebaut. Aber ich musste mich um diesen Neuling kümmern, den Sie mir geschickt haben. Ich kenne die Fakten, Strindberg. Sie hatten die Verantwortung. Der Vorstand wird auf Ihrer Versetzung bestehen. Ein Glück, dass ich bereits Ersatz für die Leitung von Anlage 13 habe. So, der hat mich jetzt zum Nachfolger von Mr. Strindberg ernannt. Sie suspendieren mich? Wegen eines einzigen Fehlers? Aber ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Und eines Tages revanchiere ich mich dafür. Na, sind wir gespannt. So. Wieder ein Auftrag fertig. Ja. Schick war's. Können wir hier weitergehen? Ah, jetzt haben wir hier noch eine Zusammenfassung. Die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Die habe ich mal aus dem Spiel rausgetappt, um noch an meinem Aufnahmeprogramm was zu verändern. Nach der Aufnahme natürlich. Und da ist mir Anno abgestürzt. Also ist blöd doof gewesen. Aber es macht ja nichts. So, Spielzeit 55
Minuten. Echt schon 55 Minuten lang gespielt? So komisch. Was soll's. Okay. Karte neu starten zur Missionsübersicht. Gehen wir jetzt zur Missionsübersicht. So. Los geht's. Der Virus. Schatten der Vergangenheit. Wir hatten die Mission 2. Und wir spielen jetzt die Mission 3. Sie haben die Leitung von Anlage 13 übernommen. Doch die schreckliche Unglücksserie geht weiter. Die Firma wünscht, dass sich jemand Vertrauenswürdiges hierum kümmert. Und zwar diskret. Naja, diskret. So, so. Okay, Thor Strindberg wurde für sein unprofessionelles Verhalten strafversetzt. Doch zuvor muss er noch mit ansehen, wie ihn die Verwaltung von Anlage 13 betragen wird. Kein Wunder, dass Mr. Strindberg sie für seine Misere verantwortlich machen will. Ihm bleibt jedoch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn am beschädigten Staudamm von Anlage 13 zeichnet sich neue Schwierigkeiten ab. Dann los jetzt. Ja, da stand sofort nochmal. Mayday! Mayday! Ölplattform, bitte melden! Wir sind manövrierunfähig. Ich wiederhole, wir sind manövrierunfähig. Das ist natürlich nicht gut. Oh, 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 shit. Oh mein Gott. Der wird doch nie rammen. Mein Gott, sie kollidieren. Der Tanker rammt die Plattform. Das ganze Öl läuft ins Meer und wir können nichts tun. Na, ob das das Streetback noch gewesen ist? Ach, so eine Scheiße. SOS. Hier spricht der Captain des Tankers. Es gibt Überlebende hier an Bord. Wir brauchen ein Rettungsteam. Okay. Mission 3, Schwarzes Meer. Okay, ich wollte sagen, im Ladebildschirm stand gerade dran, dass wenn man Warndepot oder Kontor ausbaut... Erst Anlage 13, ja. Vor nochmal. Wir haben einen Funkspruch, ja. Des... Also wenn man Kontor oder Warndepot ausbaut, erhöht sich die Anzahl der Marktkarren oder der Warntransport-Dinger. Ja? Dinger. Okay. So, wir sollen die Ölkatastrophe unter Kontrolle bringen. Alles bleibt wieder an uns hängen. Und zuvor müssen wir die Crew retten. Liefern Sie Kapitän Lester für die Reparatur der Beiboote 10 Tonnen Bauteilen und 10 Tonnen Werkzeuge. Glücklicherweise haben wir hier von noch... Oh, shit. Das ist natürlich eine beschissene Ölpest auf der Insel. Was sagt denn hier? Ach, du Kacke. Auf 50% Produktivität abgesunken. Ach, du Scheiße. So, wir sollen jetzt... Was haben wir gesagt? 10 Tonnen Bauzellen und 10 Tonnen Werkzeuge. Okay. Halt hier. 10 Tonnen. Guck, guck. Und hier. Fuck, oh, Himmelswillen, ey. So eine Scheiße. Konnten Sie wirklich was für mich tun? Ja, bitte. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. So, für den Konzern haben wir wieder einen Erfolg. Erfüllen Sie Aufträge für Rufus Thorn. Yo. Naja, seht, ihr habt noch nicht wirklich viel Erfolg. Engpässe in der Nahrungsversorgung registriert. Zufriedenheit sinkt. Kontaktaufnahme mit Bevölkerung empfohlen. So, kombinieren Sie die Folgen der Ölpest auf die Nahrungsproduktion. Selektieren Sie das markiert? Mensch! Normalerweise hätte ich heute leckeren Fisch am Teller. Aber es gibt kaum welchen, wegen dieser Ölpest. Ich finde, wir brauchen mehr Fischfabriken. Okay, wir müssen jetzt noch eine Fischerei sozusagen bauen. Können wir natürlich versuchen, hier drüben hinzusetzen. Da machen wir jetzt einfach hier so ein Warndepot hin. Hoppala. Und Fisch. Hey. Ach, das geht gar nicht. Kann ich nur... Das ist neu. Vorhin hat meine Frau frischen Fisch gebraten. Endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Sektorscan registriert eine nicht identifizierte Arche. Übertrage Koordinaten. Ich mach. Jana Rodriguez von der Eden Initiative. Wir haben den Notruf aufgefangen. Sind hier, um zu helfen. Komm am besten sofort zu mir, damit wir die Rettungsmaßnahmen koordinieren können.
Es wundert mich nicht, dass die Eden Initiative sofort zur Stelle ist. Jana Rodriguez nutzt doch jede noch so tragische Gelegenheit. Schön und gut. Okay, die Eden Initiative ist genau die, ist die andere Fraktion, die letztendlich so die Ökos sind, ne? Begeben sie sich mit ihrem Schiff zu Jana Rodriguez Arche. So, da ist sie vor Anker. Das ist eines der schwersten Unglücke, mit denen Global Trust je konfrontiert war. Kein leichter Job, den sie da haben. Aber ich verlasse mich auf sie. Jo. Kannst du machen. Komm, geh mal weg. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das hier schaffen wollen. Ich schicke dir gleich einige Konstruktionspläne. Wirst sie sicher noch brauchen. Okay, wir kriegen jetzt Konstruktionspläne der Eco-Gebäude. Die brennende Ölplattform ist unser erstes Ziel. Während ich eine Löschvorrichtung organisiere, solltest du dich um die Verstärkung kümmern. Je schneller, desto besser. So, wir sollen Arbeiterwohnung, und zwar von Eden. Ha, wo soll ich denn die hinbauen? Machen wir die hier hin. Dazu bauen wir ein Dorfzentrum. Halt, Moment, hier, Ecos, da haben wir sie. Hier auch wieder Produktion, was haben wir hier? Hafen, eine Hafenbehörde und ein Reparaturdock. Ist bei den Tycoons auch so? Ah ja. Feuerwehr, okay. Schick, schick. Ein Handelskontor und das Warndepot. Ja, wir wollen jetzt hier das gucken. Und zwar erstmal ein Stadtzentrum. Damit es schön aussieht. Und sogar drehen. So, und dann bauen wir ein paar Häuser. Die machen wir hier hin, damit wir die nie verwechseln. Achso, ist schon. Okay. Was soll ich eigentlich bauen? 10. Okay. Außerdem müssen wir die dann auch noch mit den Die ersten Zuwanderer sind schon eingetroffen? Großartig. Bitte schau doch gleich nach, ob sich schon Freiwillige für den Einsatz gemeldet haben. So, was steht hier? Selektieren Sie das markierte Wohnhaus, um mit den Bewohnern Kontakt aufzunehmen. Ich will vorher noch mal die Steuern natürlich anheben. Ach nee, Moment, geht gar nicht. Ich will die erstmal ausbauen. Die Katastrophenschutzexperten sind gebrieft und warten bereits in ihrem Kontor. Sie sollten die Männer sofort zu Jana Rodriguez bringen. Okay. So, die haben... Oh, fuck, 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 fuck. Mist. Ich glaube, das reicht nicht. Was haben die hier für eine 33%? Shit, shit, shit. Da habe ich wahrscheinlich zu viel gebaut jetzt schon. Okay. So, wir haben hier einen Brandschutzexperten in dem Kontor. Da ist er. So, dann müssen wir unser Schiff wiederholen. Natürlich habe ich Sorgen, aber ich bin zu müde, um darüber nachzudenken. Okay. Und jetzt müssen wir ihn hier an Bord nehmen. Und wir sollen den zu Jana Rodriguez bringen. Suchst du was Bestimmtes? Was? Schon zurück? Und alles erledigt? Okay. Ich habe alarmierende Nachrichten von der Ölplattform. Das Feuer breitet sich weiter aus. Sie werden also die Löschmaßnahmen unterstützen. Wie, ist mir egal. Sie haben freie Hand. Okay. Aber das machen wir nicht mehr heute, das machen wir in der nächsten Folge. Denn ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.